Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Layers of Fear 2 mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. In der letzten Folge habe ich ja hier, das muss ich jetzt nochmal schnell nachspielen, ja, dieses Medaillon, was hier nicht mehr zu sehen ist, gefunden, wo wir dann hier, ja, es war eigentlich viel trauriger. Also wir sind jetzt ein kleiner Junge, nehme ich mal an, der sich ungewünscht, ungewollt fühlt und ich spekuliere mal ein wenig, er hatte eine Schwester, die kennen wir ja auch aus der Piratengeschichte, also das müssten die beiden Kinder sein, die dort vorkommen, so sinnbildlich oder so, und die Schwester ist gestorben, vielleicht war der kleine Junge auch alleine auf dem Schiff, wir werden das rausfinden, der dann immer Essen gesucht hat. Hier sind wir noch nicht gewesen. Doch, hier waren wir schon. Let's go. Father will be leaving the projection room soon. Was sagten? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber naja. Ich habe doch eben extra noch geguckt, aber das kenne ich doch. Huch. Na gut. Dann haben wir das nochmal hier. Die Speicherpunkte sind nicht so gut. Ja, das war da auch. Kann ich mich erinnern? Da scheint irgendwo... Das ist die Schnauze. Aber hier kann ich nichts machen. Hier komme ich nicht rein. Das kenne ich hier aber. Hä? Das haben wir doch alle schon gehabt. Déjà-vu. Hier sind wieder Pfeiler auf dem Boden. Es versucht reinzukommen, aber... Das geht irgendwie nicht. Das symbolisiert... Das kennen wir hier auch. Vermutlich... I think Father's been trying to fix his old camera. One of the few things he still can. Komme ich denn jetzt hier weiter? Da ist noch eine Tür. Hier ist noch irgendwas. Mein geliebter Ehemann, der Doktor sieht meine Ansichten verhalten optimistisch. Meine Aussichten. Er fürchtet, dass die Schwierigkeiten, die ich bei Lillys Geburt hatte, zu gewissen Komplikationen führen könnten. Dennoch glaubt er, dass ich durchaus imstande bin, ein weiteres Kind zu bekommen. Und mit dir an meiner Seite glaube ich das ebenfalls. Ich muss zugeben, dass die Schmerzen in letzter Zeit stärker geworden sind, aber ich wage es nicht, mich zu beschweren. Verglichen mit dem, was du durchgemacht hast, ist mein Leben kaum erwähnenswert. In ewiger Liebe. Hier. Die geht auf. Ja, mit so einem kleinen Jungen ist es natürlich jetzt ein bisschen komplizierter, alles zu finden. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Hier sollen wir rein. Das kenne ich doch noch nicht. Den Schlüssel hatte ich wohl. When the world becomes too cruel, we look for a place to hide. Ein Versteck. The dark can be many things. Das war die Truhe. Hä? Wir haben einen Kopf.
Kopf. Aha, der soll da rein. Und sonst habe ich nichts weiter hier zu machen, ne? Ich gucke mich lieber nochmal um. Na gut, dann tun wir mal den Kopf da rein. It is whatever you make it. Oh. Oh geil, für einen kleinen Jungen ist das schön. The dark can be a silent place. Oh, wartet. Ich weiß nicht, ob das sind noch nicht genug Köpfe, glaube ich. Ist das jetzt hier anders? Jetzt ist hier was anders, ja. The dark can be a lonely place. Solitude can be a sentence. Hilfe! Ich will hier raus. Da ist die Kiste. Hä? Ah, ich konnte nicht gehen. It can be a companion. It is whatever you make it. Sometimes it's better to hide, to let the dark in. Oh, father's coming! Quick! Get in! No, please! I said, get in! War das jetzt sein Kopf? Hi, ihr Viert, ihr Schweinebacken. This land is a wonder to be sure, but how will I ever get home? Home? Now, why'd you want to go to such an awful place. Entschuldigung. Hier kann ich nichts machen, ne? Ah. Ich hab mich getäuscht. Das ist wieder typisch. Kinderzimmer. Letztes Mal war Schlafzimmer. Na gut, dann wollen wir mal gucken, wo wir jetzt landen. Jetzt liegt er wieder nach. Ja. Hi. So, bin wieder da.
müssen wir hin. Da können wir hin. Mal gucken. Das Kinderzimmer. Ich kann aber auch noch da unten hin. Was ist denn hier unten? Ist hier was Neues? Nee, ne? Die Kamera ist weg. Das Zimmer, das war ja, da waren wir ja eben. Hier liegt was. Goddamn bastards. I gave them everything. And what do I get in return? King and Empire. A bloody piece of rust. Service. Render it. Ah. Show yourself, ye one-eyed freak! I'll make ye wish ye had a spare. My Cyclops hero. King. Sind das die Filme, in denen er dargestellt hat? Das sind aber auch jetzt keine künstlerisch wertvollen Movies. Ich will nur noch mal gucken. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, da unten hinzugehen. Ich kann dahin gehen und dahin gehen. Aber hier waren wir ja noch nicht, aber das hat ja nichts zu sagen bei... Ah, toll. Ich hätte mal da unten hingehen sollen. Ah, Mist. Jetzt bin ich hier eingeschlossen. Gibt es denn irgendwie einen anderen Weg? Ich hätte doch einen Schlüssel. Es nervt. Ich komme hier jetzt nicht weiter. Da ist ein Käfig. Hier kann ich durchgucken. Kann ich hier hochgehen? Ach, hier kann ich hochgehen. This is where you come in. Hier geht nichts. Hier regnet es auch durch. Oh! Also, es wird... Arschloch. Was ist das? Seems the tables have turned, Quartermaster. Curse you and your mutinous puppets. I will not make this easy for you. If I am to meet my doom today, it will be by your hand. By your Mädchen. Action. Ach ja, hast du Schiss? Yes. Too late to build your character, boy. You wanted to be like me? Shoot! What are we to you? Ich schieß doch nicht auf das Kind! Play your part. Way. You thought you could be me? You will always be just a scared little boy. Oh, ich habe auf die Figur geschossen. Oh nee. Lily, are you all right? Lily, Lily. Lily. I thought you were gone. That's because I was. Well, she is. What? Who I was a moment ago is no more. Now, I can become someone else. Hier kommen wir definitiv nicht mehr durch. Die Truhe ist weg.
bin sprachlos. Ah, hier ist eine Tür. Hier oben geht's jetzt auch nicht mehr weiter. Ich hätte gern dann noch da unten im Keller geguckt. Schade, 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 schade. Das zweite Mal, dass ich sage, schade, ich hätte da gerne noch geguckt übrigens. Also wir sind definitiv der kleine Bruder. Watch, this is the best part. Der beste Come. Teil? We can't stay any longer. Das Office. Also ein neues Zimmer. Es lädt, okay. I know. Lilly's Hut. I shall be Captain Baines, the Black Wanderer. But Captain Baines isn't a girl. Steady your tongue, Quartermaster. I can be whoever I choose to be. Das stimmt. If your little mind says otherwise, then to the depths with it. Aha. Ich beeil mich mal. Kann ich da lang gehen? Da lang gehen? Das ist das Office. Okay, hier ist zu. Kann ich denn da noch unten hin? Hier ist nichts weiter. Ich glaube, jetzt ist jetzt. Der Raum ist anders. Doch, ich kann hier hin. Ich gehe jetzt hier mit Absicht hin. Aha, hier ist nichts weiter. Hier ist zu. Nun weiß ich nicht, ob vorhin da auch zu war. Der Raum ist noch zu. Ich verstecke mich hier im Schrank. Das Radio läuft wieder. Ich will nur gucken, ob da jetzt was anderes. Nee, der Tisch. Ach, jetzt liegt hier was drauf. Zum letzten Mal, ich werde den verfluchten Projektor nicht ersetzen. Es ist deine Aufgabe, ihn am Laufen zu halten. Okay, also war hier vorne auch was. Hundertprozentig. Hundertprozentig war hier vorne was. Na gut. Ja. Hier sind wieder Bücher. Hier ist was. Midas, der Steuermann. Er liebt das Gold über alles. Er kann es am anderen Ende der Welt riechen. Deshalb steuert er immer auf den Schatz zu. Aha. Was ist das? Das brauche ich. Bevor wir das Offensichtliche machen, gucke ich hier lieber noch mal ein bisschen. Da ist ein Dia. 3 11. 3 von 11. Hä? Die sind in der Reihenfolge zu finden oder so. Keine Ahnung. So, denn hier ist noch was. Ist das? Bin ja mal gespannt. Der geht hier hoch. Aha. Ist hier noch irgendwas anderes? Das ist das olle Schubfach, ja. Vielleicht von dieser Seite? Nee. Hätte ja sein können. Mehr kann ich hier nicht machen. Ich übersehe was.
Das ist einfach nur eine Glüh... Birne. Warte mal, hier war eine Tür. Die ist immer noch zu. Das ist der Zettel, okay. Hier kommt kein Symbol. Hier kommt auch nichts. Ist nur irgendwo ein Hebel oder sowas, aber da müsste ja so ein Kringel kommen. Was ist das hier eigentlich? Da ist eine Lampe drunter, da. Das Ding da dreht sich. Wenn ich das da jetzt nicht hätte reinsetzen dürfen. Geht nur der eine Knopf. An den Stecker kommt kein... Kann ich nichts mehr machen, da kommt kein Kringel. Hier ist noch ein Kringel am Schubfach. Da haben wir ja reingeguckt, da war das Dia drin. Hier ist noch ein Kringel. Das war der Text. Die Tür ist zu. Ich bin hier ganz dicht ran und ich kann mich auch bücken und ran. Kann ich von hier den Schalter betätigen? Nein. Guck mal, da geht's weg. Hm. Super. Kann ich hier... Hier! Ah, das habe ich nicht gesehen. Das soll eine Rakete werden. Pass auf jetzt. Da fehlt noch ein Zwischenteil. Das muss hier noch irgendwo rumliegen. Das ging vorhin nicht. Seht ihr, man muss sie in der Reihenfolge finden. Sag doch, eine Rakete. Ui. My brother. He was always there. Following in my footsteps. Silent, smiling sadly, like a warm shadow. Always there, but never really present. Ich muss dem wahrscheinlich ausweichen. Sometimes, when darkness fell across town, ich kann immer nur... he'd sneak out of the house. He'd look up into the night sky, watching the stars, but never really seeing them. What he really saw... Weiter geht nicht. A thousand souls on fire. His eyes would light up. The stars were already there. At that moment, I knew he had it in him. To make a thousand hearts bleed. A thousand heads turn. A thousand eyes weep. My brother, the silent dreamer. Dreaming, ah, Mist. That a day would come when we could leave it all behind. Da ist ihr, ist das ihr the Gesicht? Journey of a lifetime. A light on the horizon. Das war die Sonne. A flame to cool his own. Yes, he had it in him. To make a thousand souls burn. Make them feel alive. Make them live forever. Thousand lives. But never mine. Never mine. There we were, dreaming our souls away into the night sky. When we could almost reach out and take it. Ah, scheiße. Ich dachte, er wäre schon vorbei.
Also alles nochmal. Einmal mache ich noch. My brother. He was always there. Following in my footsteps. Silent. Smiling sadly. Like a warm shadow. Always there, but never really present. Sometimes, when darkness fell across town, we'd sneak out of the house. He'd look up into the night sky, watching the stars. Wie soll man da heil durchkommen? What he really saw was a thousand souls on fire. His eyes would light up. The stars were already there. At that moment, I knew he had it in him. Muss ich die Herzen einsammeln oder nicht? Ich weiß es nicht. A thousand heads turn. A thousand eyes weep. My brother, the silent dreamer. Dreaming that a day would come when we could leave it all behind. Scheiße. The journey of a lifetime. A light on the horizon. A flame to cool his own. Yes, he had it in him. To make a thousand souls burn. Make them feel alive. Make them live forever. A thousand lives. But never mine. Never mine. Uh-oh. There we were, dreaming our souls away into the night sky. When we could almost reach out and take it, a cruel shade eclipsed the sun. Our dream was gone. Something else took its place. Something vicious. Something... Das Bild eben mit dem Mond und der Rakete drin, das war, glaube ich, eine Anspielung auf einen Film, die auf einen der ersten Science-Fiction-Filme, auch aus der Stummfilmzeit. Oh. Bin ich jetzt wieder groß? Gut, ich mache nächste Folge weiter. Tschüss!